Warum lachst du? Was ist los? Weil ich Grimassen gemacht habe? Ja. Musst du doch gucken, ob die Kamera funktioniert. Funktioniert. Hallo Freunde! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind Heiter Maxi. Nee, tut eigentlich am Maxim. Oh, tut eigentlich am Maxim und Nofre Titti Deli. Nofre Deli. Titti. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Entschuldigung, da kommt ein... Was? Wollen wir hier kurz unterbrechen? Nein. Ja, hier sind wir wieder. Maxim ist auch gleich wieder da. Keine Ahnung, was das jetzt war, Freunde. Ein Lachanfall. Aber du bist auch wirklich ganz schön am Transpirieren. Ne? Bist du warm. Oh, aber Freunde, wir waren im Museum. Genau, hallo, willkommen zurück. Heute geht's mit einer kleinen Einschätzung, wie unser Kulturbesuch war. Denn wir haben so viele Kulturchampignons in den letzten Wochen verzehrt, dass wir nun uns auch ein bisschen weitergebildet haben. Und darüber werden wir hier sprechen. Ich habe gebildet falsch ausgesprochen, deswegen grinst du so, wa? Völlig egal. Deswegen starte du doch einfach mit diesem Video. Pelletier Verlag, schön, dass es dich gibt. Man möchte schon fast meinen, dass die Hitze unseren Verstand grillt, oder? Es grillt alles. Es ist unglaublich. Hier bewegt sich auch wirklich kein Quäntchen Wind durch den Raum. Also man pupt. Dann ja, aber dann ist die Luft natürlich auch nicht viel besser. Freunde, wir haben den gestrigen Sonntag ganz kulturell genutzt und dachten, komm, wir nehmen mal wirklich alles in die Hand und fahren nach Berlin und sind ins... Alte Museum? Das war das Alte Museum gefahren. Genau, wir haben uns gestern auf den Weg zur Museumsinsel gemacht und ich wollte oder ich musste ein bisschen recherchieren für ein neues Buch, welches euch irgendwann beglücken wird, nämlich der zweite Band von Darren Elletier und das Geschäft der Kuriositäten. Und dazu brauchte ich ein bisschen Background-Wissen. Aus diesem Grund sind wir nach Berlin reingefahren zum Alten Museum, wobei das neue Museum sieht wirklich auch gigantisch aus. Das ist aber, glaube ich, so die griechische Ausstellung, ne? Die antike. Mein Fehler. Mhm. Und dann sind wir aber ins Alte Museum gefahren. Das war aber auch richtig heftig, weil da ist die ägyptische Ausstellung und die... Aktuell ist noch eine Ausstellung Schätze aus Usbekistan. Ja, die haben wir uns auch angeschaut. Und natürlich auch so bis zur Bronzezeit alles noch mit drin. Also war wirklich sehr, sehr schön. Ja, also das muss man wirklich sagen. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass bei 33 Grad Außentemperatur, dass die Museumsräume klimatisiert sind und ich hatte da auch so eine große Klappe im Vorfeld gehabt und gesagt, ja, wird alles wird kalt. Klimatisiert sein, aber Pustekuchen, es war so unerträglich warm. Also manche Räume waren tatsächlich ein bisschen kühler als andere. Ich glaube, dass sie die ganze Energie halt in die Glasschränke geben, dass die Antiquitäten da nicht so warm werden. Ja, das wird es bestimmt sein. Auf jeden Fall auch, damit der Papyrus nicht wegschimmelt. Ne? Ja, das kann natürlich sein. Auf jeden Fall waren wir denn dann da in dem neuen Museum und in dem alten Museum. Und man war erstmal sehr überrascht über die Sicherheitsvorkehrungen. Das muss man ja auch sagen, nachdem unsägliche Klimaattacken in der Vergangenheit auf Kunstschätze verursacht wurden, haben wir auch festgestellt, dass wir keine Taschen, nichts mit reinnehmen durften. Ja, also du musstest wirklich alles abgeben und in jedem Raum stand jemand vom Sicherheitsdienst. Das war schon krass. Eine Person. Das war wirklich schon krass. Also das Aufgebot an Mitarbeiter, das war schon heftig. Und ich habe wirklich gedacht, man darf im Museum weder fotografieren noch Videos machen. Aber Tatsache ist das nicht so. Mhm. Es gibt nur ausgewählte Räume, wo ausgewählte Schätze stehen. Zum Beispiel die Nofre Tete. Genau. Ne? Da darfst du keine Fotos machen und auch nichts filmen. Entsprechend konnten wir auch ein paar Fotos machen. Von den Kunstschätzen, von den Räumen, wo es erlaubt war, aber selbstverständlich haben wir in den Räumen, wo es nicht erlaubt war, auch keine Fotos gemacht. Krass war aber, wie schnell die Museumswärter und das Sicherheitspersonal eingeschritten ist, wenn wirklich jemand aus der Touri-Gruppe neben uns ein Foto machen wollte. Ja. Also du musst nur die Hand an den Knopf, an die Tasche genommen haben, dann kam schon jemand, hat gleich geguckt, ob du eine Kamera rausholst oder irgendwas anderes oder rausholst. Oder Kleber. Oder auch, es gab auch viele unten, also es gibt ja verschiedene Etagen, unten ist es mir zum Beispiel aufgefallen in der einen Ausstellung, da war dann ein kleiner Junge mit einem Rucksack mit seiner Mutter, die hatte so eine Bauchtasche dabei, die wurden sofort abgeführt um die Tasche abzugeben. Klingt natürlich jetzt alles recht viel und ein bisschen drüber, aber ganz ehrlich, richtig so. Von mir aus kann ich auch eine Sicherheitskontrolle vorher machen, habe ich gar kein Verständnis für Kunstschätze. Generell Sachen zu zerstören, finde ich furchtbar, aber auch wirklich so etwas von nicht nur finanziellen Wert, sondern auch kulturellen historischen Wert ist
ganz schlimm. Deswegen von mir aus auch Sicherheitskontrolle und Abtasten. Ja. Finde ich in Ordnung. Also ich finde es halt, also das ist so unsere persönliche Meinung, dass wir es halt beide furchtbar finden, dass wirklich antike Kunstschätze besudelt werden. Sowas geht gar nicht. Und deswegen habe ich damit auch gar kein Problem, denn ich habe halt wirklich diesen Effekt bekommen, nachdem ich gesucht habe, nämlich die Inspiration aus der antiken Geschichte. Und als wir denn dadurch das Ägyptische Museum wirklich dann gewandert sind und uns umgeschaut haben und immer schlau geredet haben, das war schon wirklich lustig. War das aber wirklich so, dass man dieses demütige Gefühl und dieses wertschätzende Gefühl über diese Kultur und über die Schätze, die dort gelagert sind, dann einfach dann auch auf einen übergeschwappt ist. Und das war ein schönes Gefühl, was ich schon sehr, sehr lange nicht mehr geführt habe, weil ich halt so ewig lange nicht mehr im Museum war. Und ich kann sagen, für meine Recherche war das ein voller Erfolg. Ich habe so viel Inspiration erhalten durch das Ägyptische Museum, Luki ist da, dass ich wirklich ganz, ganz viele coole Sachen in das neue Buch einbauen werden kann. Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich finde sowas ja total schön. Ich möchte auch unbedingt noch ins Pergamon-Museum, bevor es schließt. Da war ich, also ich war in allen Museen hier auch schon mal, aber es ist natürlich auch noch mal lange her. Und ich glaube, mit 28 sieht man Dinge noch mal anders an, als mit vielleicht 12 auf dem Klassenausflug. Also ich habe auch, weil das letzte Mal im Ägyptischen Museum war ich Tatsache zum, weiß ich nicht, zum 9. Geburtstag eines Klassenkamerades. Entsprechend muss ich auch 9 oder 10 gewesen sein. So lange ist das her. Aber es ist schön gemacht. Also für Berlin-Besucher kann ich sowas wirklich nur empfehlen. Es kostet auch nicht viel Geld. Was hat so eine Museumskarte gekostet? 14 Euro. Und doch so viel. Und ermäßigt 7. Ja, haben wir ermäßigt bekommen? Nee, wir sind ja keine Studenten oder Rentner. Oder? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, also das macht sich schon definitiv bezahlt, wenn man auf sowas steht. Wie gesagt, klimatisiert waren die Räume nicht. Also wenn ihr da die Hoffnung habt, dass ihr euch ein bisschen abklimatisieren könnt, ist nicht. Naja, es war schon klimatisiert. Es waren keine 43 Grad in den Räumen. Es war natürlich einfach voll. Aber selbst schuld an einem Sonntag. Ne? Also unter der Woche, glaube ich, in den Sommerferien ist es nicht ganz so schlimm. Da ist es natürlich dann auch warm, wenn es draußen warm ist. Aber es ist nicht so warm wie draußen. Ja, also ich war tatsächlich überrascht, dass so viele Menschen ins Museum gegangen sind. Aber es sind halt wirklich auch hauptsächlich Touristen. Also wir hatten ja auch wirklich einen Recherche-Hintergrund, warum wir ins Museum gegangen sind. Und haben uns, oh, guck mal, Luki ist da. Und haben uns, haben uns ein bisschen umgeschaut. Und wir waren so 1,5 Stunden da. Ja, wir sind recht schnell durchgegangen, aber manchmal, also wir sind ja nicht hingegangen, um uns von der Kunst oder über die Kunst zu bilden, jetzt sage ich jetzt mal, oder über die historischen Artefakte zu bilden, sondern um eine Inspiration mitzunehmen, um so ein Vibe mitzukriegen, und das hat funktioniert. Ja, kann ich genauso unterstreichen. Die Inspiration, die ich gebraucht habe, die habe ich bekommen. Danach sind wir dann nach Hause gefahren, haben circa 1 Stunde zurückgebraucht und sind dann noch in eine Kleinigkeit essen gegangen. Ja. Das war wirklich auch noch ganz schön, und eigentlich können wir wirklich sagen, wir hatten einen sehr entspannten Tag gestern, total, oder? Es war warm, aber wir haben es geschafft, haben den Nachmittag auf dem Sofa verbracht, und jetzt stehen folgende Dinge an. Wir müssen einmal ins Louvre, wir müssen einmal ins Ägyptische Museum in Kairo, ins Pergamon-Museum und ins neue Museum. Habe ich alles nicht vor, ich höre euch alles zum ersten Mal voll, Freunde. Genau. Ja, eine Menge steht an. Was diese Woche noch ansteht, ist Hochzeitsplanung. Mhm. Wir fahren zu einer Hochzeitslocation am Ende der Woche. Da haben wir die ersten Gespräche. Das wird sehr, sehr spannend werden. Und natürlich, das habe ich heute schon bei Instagram gesagt, unser großer Urlaub steht bevor. Oh ja. Aber da erzählen wir euch nochmal genauer, was passiert, wann, wie, wo, was. Genau. Und was auch hier mit dem Content dann passiert. Also hier auf dem Hauptkanal geht alles so weiter wie bisher. Da bin ich mir ganz sicher. Da sind da ein paar Videos vorgedreht. Das machen wir jetzt, Freunde. Ja, ich würde sagen, wir drei sagen jetzt Tschüss, oder? Tschüss, Süßmäuser. Tschüss, macht es gut.